weiter. Die hat aber ganz viele Namen. Ne? Lotta, Victualia, Magadina, Pfefferminz. Oh. Ephraims Tochter. Ephraims Tochter. Langstrumpf. Langstrumpf. Super. Du kannst mal schütteln. Darf ich auch schütteln? Ja, ich kann mal zu schütteln. Oder so. Wenn wir noch schütteln. Super. Guck mal, die Pippi hat jetzt ganz viele Farben. Für jede Farbe braucht man eine Schablone. Hier mit diesem, da muss ich hier so ein bisschen, dann mach mal die Hand da unten. Nicht zu nah dran, schön weit weg. Erstmal so ganz entspannt, ja. Du erstmal hier so auf so einer, auf der Pappe. Stinkt, ne? Gut. Ja, reicht. So, Nummer 1. So, wer war, macht jetzt rot, wolltest du machen, ne? Dann guck mal hier diese Fläche hier. Sehr gut. Okay, mach da oben noch ein bisschen. Gut schütteln wieder, ne? Lange schütteln, kräftig schütteln. Weil das immer alleine zu machen, ist ganz schön viel Arbeit. Endspurt. Oh, ich habe hier ein Loch drin. Ein Loch im Handschuh. Ein Loch im Handschuh, wie die Pippi in den Socken. Ja, dann ist es genau. Okay. Alles klar, Spannung. Genauso auf. Ich sehe nur noch, dass wir da noch ein bisschen was drunter machen. Da, es wird die auf was. So ein bisschen Schatten, ne? So. Die Pandemie leitet uns da helfen, rauszukommen. Und ich hoffe immer, dass die das schafft. Die hat. Kann Herde hochheben. Ich meine, dann wird die doch wohl sowas schaffen, was unsere Bundesregierung nicht hinkriegt. Ne? Wir brauchen, glaube ich, so Personen und die Kunst. Ne? Und die Kunst heilt auch mehr, als die Leute alles glauben. Das ist nämlich die ganzen Mediziner, die denken, die haben ihren Impfstoff, aber wir haben die Kunst. Und die Kunst ist auch eine Medizin, die noch viel besser wirkt als irgendwelche. Ne? Pillen oder Arznei oder sowas, die sie noch gar nicht mal schaffen herzustellen. Ne?